Wenn du wissen möchtest, wie man für solche Wachteleierschachteln solche Aufkleber hier macht, dann bist du bei diesem Video genau richtig. Viel Spaß! Ich benutze dafür immer das Programm von Apple, das heißt Keynote. Und hier stelle ich auch meine Thumbnails für meine Videos her. Hier könnt ihr auch schon eins sehen vom letzten Video. Und jetzt muss ich mal hier eins auswählen. Ich nehme dafür das Leere, damit ich hier möglichst viele Bilder drauf bekomme. Heute möchte ich aber keine Aufkleber für die Eier zum Essen herstellen, sondern welche, wo drauf steht 12 frische Bruteier. Deshalb messe ich jetzt als allererstes mal die Maße aus von der Wachteleierverpackung, damit ich die hier so einfügen kann. Das sind 9 x 5,5 cm. Das kann natürlich je nach Größe und wie viel Eier in die Verpackung reinpassen unterschiedlich sein. Ich hole mir jetzt ein schönes Bild. Okay, jetzt habe ich hier ein Bild und ich möchte eine Schachtel haben mit möglichst vielen Aufdrucken und es soll clean ausschauen. Deswegen möchte ich nur die Eier drauf haben und dafür wähle ich das Bild hier aus. Das sieht man daran an den blauen Punkten. Gehe da oben auf normales Mal hier, dann gehe ich auf Bild, Transparenz und jetzt kann ich hier drüber ziehen, was ich weg haben möchte. Und wenn ich da aus Versehen was vom Ei weggeschnitten habe, dann kann ich hier oben einfach auf dieses Zurückzeichen gehen. Und so arbeite ich mich dann Stück für Stück vor. Und am Ende sind dann nur noch die Eier auf dem Bild zu sehen und keine Hand mehr. Und bei manchen Bildern funktioniert das nicht so gut. Dann schaut es eben so aus und das schaut jetzt halt ehrlich gesagt nicht gut aus. Deswegen mache ich jetzt nochmal ein anderes Bild, bei dem es sicherlich besser funktioniert. Am besten funktioniert sowieso immer ein weißer Hintergrund oder ein schwarzer Hintergrund, um das zu entfernen. Wenn ich das weghaben möchte, klicke ich einfach oben auf Löschen. Und jetzt suche ich mir ein neues Bild. Um ein Foto oder Video hinzuzufügen, klicke ich einfach hier oben auf Plus und dann kommt Foto oder Video und dann kann man seins aus dem Album auswählen. Ich habe jetzt hier so eins und hier sieht man schon den Hintergrund, eigentlich nicht auf dem weißen. Ich mache das aber trotzdem noch weg, weil dann kann ich auch nebendran einfach was hinschreiben. Klicke ich wieder auf den Pinsel, Transparenz, dann kann ich alles wegmachen. Und hier sieht man schon, das funktioniert viel besser. Das war's dann eigentlich schon. Klicke unten auf Fertig und jetzt habe ich hier ein Bild, das ich in der Größe verändern kann, wie ich möchte. Jetzt mache ich das hier mal so. Ich muss die ganze Seite ausnutzen. Da ich nachher davon einen Screenshot mache und mehrmals auf die Seite einfüge, damit ich ein ganzes DIN A4 Blatt zum Ausdrucken dabei habe. Dann geht es weiter mit der Schrift. Dazu klicke ich darauf, auf Text. Da ist er schon. Mache ich dann größer. Doppelklicke rein und dann schreibe ich 12 frische. Und jetzt mache ich frei die Zeile, dann kann ich das alles auswählen. Und hier kann ich dann die Schriftgröße verändern. Ich kann das frei verschieben, ich könnte es auch hier unten hin machen, aber das wäre dann unpraktisch mit der anderen. Jetzt habe ich schon mal 12 frische und jetzt kommt noch mal ein Text, weil ich mag das in einer anderen Größe haben. Jetzt kann ich das alles wieder markieren auf den Stift und deutlich größer machen, damit man es gut lesen kann. Hier oben die Zahl, die muss man hinschreiben, damit man weiß, wie viele Eier in dem Karton drinnen sind. Und dann kommt eigentlich nur noch eine schöne Arbeit. Jetzt kann ich noch ein anderes Bild zum Beispiel auswählen. Dazu gehe ich jetzt einfach hier drauf und tue das kopieren, weil es ist ein Küken und
Das passt ganz gut zu den Bruteiern, würde ich mal sagen. Das kann man sich natürlich so machen, wie es einem gefällt. Und auch wieder, das hat nicht ganz so gut geklappt mit dem Ausschneiden. Jetzt habe ich alles drauf. Jetzt muss ich nur noch unten hinschreiben, wie lang die haltbar sind. Das heißt, ich mache wieder einen Text. Oder reinschreiben. Diese Angaben müssen auf dem Blatt drauf sein. Und auch der Verbraucherhinweis, der kommt jetzt gleich. Da es jetzt bei mir hier Bruteier sind, muss ich das anders hinschreiben. Nicht so wie meinem anderen Blatt. Denn dort steht drauf Verbraucherhinweis. Nach dem Kauf bei Kühlschranktemperatur aufbewahren. Nach dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums durcherhitzen. Haltungsform Freilandhaltung. Inhalt 12 Wachteleiter. Das sind solche Angaben, die müssen auf dem Ei sein. Aber bei Bruteiern ist es förmlich schlecht, wenn man sie in den Kühlschrank tut. Deswegen schreibe ich jetzt genau mal das Gegenteil auf. Jetzt muss noch die Angabe unten hin, wie die Tiere gehalten wurden, die die Bruteier gelegt haben und wie viele Eier enthalten sind. Ich weiß, dass das da oben schon steht, aber das muss dort nochmal hin. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist der Hersteller. Dazu machen wir wieder dasselbe. Da schreibt ihr eure eigenen Daten hin und dann sind wir eigentlich schon fertig. Von den Etiketten habe ich jetzt einen Screenshot gemacht und den auf ein Blatt eingefügt in der richtigen Größe. Wenn man den drucken möchte, klickt man einfach oben rechts in der Ecke auf die drei Punkte und wählt Drucken aus. Danach kann man auswählen, wie man es drucken will, den Drucker auswählen und dann einfach losdrucken. Dann hat man seine eigenen Etiketten ganz leicht selber gemacht. Das soll es jetzt aber auch schon wieder mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, es war informativ für dich. Und vielleicht kannst du jetzt halt auch deine eigenen Eierschachtel-Aufkleber machen. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ihr könnt mir auch Bilder auf Instagram zuschicken. Dort heiße ich übrigens Spielhauswachtel, genauso wie hier. Ansonsten würde ich mich auf jeden Fall über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Tschüss, bis zum nächsten Wachtelvideo.